Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zur heutigen Folge Monstrum. So, ich bin gerade zurück aus München und ich habe mir gedacht, ich spiele noch mal eine Runde. Ich habe nämlich Bock, denn ich habe ja das ganze Wochenende nicht zocken können, was zugegebenermaßen ja, wie ich schon sagte, sehr, sehr schön war, muss ich sagen. Ja, ist wirklich schön gewesen, mal nicht zu spielen. Nichtsdestotrotz, jetzt habe ich gerade mal wieder Lust und deshalb werde ich jetzt zocken. So, demnächst gibt es ja auch Hector, habe ich gesagt, hatte ich ja angekündigt. Freue ich mich auch total drauf. Ich hoffe mal natürlich, dass du dann auch mit dabei bist. Bei Hector. Hector. Ja, Hector wird bestimmt sehr lustig. Ich werde da noch so ein bisschen was machen, deswegen nehme ich das heute nicht auf. Sonst hätte ich jetzt heute schon eine Folge aufgenommen. Aber ja, auch das hatte ich ja schon angekündigt. Ich habe da noch so ein bisschen was vor. Was wird noch nicht verraten, aber ich habe was vor. Und ich hoffe, das klappt. Und dann sehen wir das auf jeden Fall bald. Oh, hallo Kamera. Oh, das mit dem Verstecken, wie letztes Mal schon gesagt, das haben sie ja so ein bisschen verkompliziert. Ach so, das. Das mache ich auch jedes Mal falsch, ne? Ich denke jedes Mal. Ich lerne auch nicht dazu. Ich denke jedes Mal, dass da hinten, da vorne auf dem Tisch, das wäre ein Zettel für uns. Ist aber ja gar nicht. Warum mache ich die eigentlich an? Die kann doch aus! Mann, aus sollst du! Du Lappen. So, was haben wir denn hier? Notiz 12 hatte ich letztes Mal vorgelesen. Ich gehe mal hier rein. Geh rein. Ach so. Naja, gut, das bringt jetzt ja nicht so viel. So, und ich hoffe, es ist mal wieder Big Daddy, denn der klatscht uns so schön immer rum. Und da freue ich mich doch immer so. Da freue ich mich so, wenn es der Big Daddy ist. Notiz 13, so, die kennen wir noch nicht. Ben, for the last two nights on the 04, was auch immer. I felt sure I was hearing a woman's voice out here. Have you heard anything starboard? What? Also für die letzten paar Nächte habe ich halt irgendwie eine Frauenstimme irgendwie gehört. Ja, das Kreischen von Du Kackteil! Scheiße! Ja, gut, dann kann ich sie noch mal eben lesen hier. Ja, die letzten zwei Nächte. Facehug, Kacke. Bäh. Mano, ich will nicht Facehug. Hau ab, du Kacker! Ah, Mann. Kacke, ich dachte, ich komme noch dran vorbei. Nächste Runde. Big Daddy, wir kommen. Ich hoffe doch, Big Daddy. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, lade doch. Das dauert hier. So, weiter geht's, weiter geht's. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ich habe noch keinen Big Daddy gehabt heute. Ohne Big Daddy gehe ich heute nicht ins Bett. Du, di, du, di, du. Auf ihr Schubladen. Wir sind im Keller. So, was haben wir denn hier Schönes? Nichts. So, und ja, Caligula war es, glaube ich, sagte, er würde ja mal, oh, eine Taschenlampe. Er würde ja mal in dem neu kreierten Raum nachgucken, nach den Super-Duper-Dampfventil, das, was alles abschalten soll, angeblich. Also in dem. Na, ist doch schon wieder Facehack. Also in dem neuen Raum halt, ne? Der, wo die ganzen Telefone sind. Der Raum für IT. Oh, ein Telefon. Nee, wie heißt das hier? Ein Radio. Das Radio.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es diesen Schalter nicht schon vorher gab, weil ich hätte jetzt gedacht, den gab es auch vorher schon. Weil dann, oh, ein Schweißgerät. Weil dann macht es natürlich keinen Sinn, dann wird das Dampfventil nicht da sein, dann wird das irgendwo anders sein. Aber nichtsdestotrotz, da können wir uns auf jeden Fall mal umschauen. Und werden das natürlich auch tun. Ja. Dich mache ich dennoch eben mal zu. Oh, da hinten ist was. Das ist die Leuchtpistole, glaube ich. Alter. Alter. Oh, das Klebeband. Pass mal auf, wir machen gleich mal irgendwo Krach, würde ich sagen. Oh, die Batterie. Batterie, 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 Batterie. Das Radio. So, ich hoffe mal, das Viech geht da jetzt hin. So, warte mal, ging das noch tiefer? Ja. Bitte, bitte, U-Boot. Ja! Geil! Schweißen ist meine Lieblingsaufgabe, denn ich bin ein weltberühmter Schweißer. Komm da, rein mit dir, du Kackbatterie. Und hier haben wir eine Sicherung, eine Sicherung. So, wir brauchen die Sub-Headlights. Die sind garantiert wieder oben. Da würde ich ja meinen halben Arsch drauf verwetten mal wieder, wenn er mir nicht so heilig wäre. Dass die oben sind. Eine Notiz. Notiz 10. Kennen wir die schon? Ich glaube, die kennen wir schon, ne? Checker von Wilson, ja, der, ja doch, das, die kennen wir schon. Oh, eine Sicherung, das ist gut. Irgendwie ist kein Monster da, ne, zurzeit. Naja, soll mich nicht jucken im Moment. Bin gerade ganz froh, dass es nicht da ist. Ist garantiert wieder ein Bug und das kommt wieder erst so im letzten Moment. Wenn ich schon fast gewonnen habe, dann kommt es wieder raus und beißt mir in den Arsch. Weil es mich so lieb hat. Oh, noch ein Radio, das ist ja cool. Einfach mal öfter ein bisschen für Ablenkung sorgen. Vielleicht ist das ja ein guter Weg. Ich mache hier auch mal wieder zu. Ich hoffe einfach mal. Was war denn das gerade? Ich hoffe einfach mal, dass das.
Das ist garantiert ein Bug. Dass das Subheadlight oben ist. Ich gehe jetzt einfach mal hoch. Hoch, 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 hoch. Ja, hoch. Und zwar. Das kann aus. Und zwar zu dem Gedönse da hinten. Also hier hoch. Ne? Also da hinten. Denn da war es ja sonst sehr, sehr häufig schon. Ne, hier oben. Beim Kran. Beim Kronig. Na toll. Ihr Wichser. Da. Eine Flasche. Und nischt. Nischt, nischt, nischt. Scheiße, ey. Mann, ey, fick dich doch, du. So, dann gehe ich jetzt mal hier weiter hoch, immer höher. Schnauze. So, Messerhalle. Warum ist denn das schon wieder so performance-technisch für den Arsch gerade? Das ist nicht gut. Das soll so nicht sein. Ich finde das doof. So, komm her, du. Du Gedönse. Ich hätte natürlich die Kameras auch eben abkleben können mit dem Klebeband noch, aber ist jetzt auch Wurst. Jetzt ist zu spät. Na toll, wenn man es braucht, ne? Wenn man es braucht, dann ist mal wieder nicht da, wie immer. Alter. Na dann, die Luftpumpe, na gut, dann mache ich halt eben das. Fix. Pump es auf, pump es auf mit Gas. Zack, 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 zack. So. Also wir brauchen auch ein bisschen Krach machen hier. Wir brauchen noch die Kette. Ja. So, die hätten wir. Schnauze, du Kackkamera, ey. Du gehst mir langsam auf den Pinto, ey. Leckt mich alle am Arsch! Leckt mich alle am Arsch! Wo bist du? Ich sehe nichts. Nee, ich will runter. Ich sehe nichts. Wo ist das denn? Na gut, das war nichts. Alter, du Kackding, du. Ja, ich habe das Gefühl, hier sind öfter mal so ein paar Bugs, so was fehlende Texturen angeht gerade. Kann das sein oder? Ist das in meinem Kopf? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, der Raum. Der berühmte Raum. Jetzt kann ich noch mal gucken hier, ne? Gucken nach einem Gasventil.
Nur wo mag das sein? Ich meine, hiermit mache ich jetzt erstmal die... Hiermit mache ich ja die Telefone an. Telefone, zum Beispiel Telefon 2. Big Daddy. Schnute. Ich will mal irgendwie versuchen, den möglichst irgendeinen zu finden, der möglichst weit weg ist. Der war irgendwie da hinten oder so, keine Ahnung. So, super duper Gasventil. Scheiße, die schon wieder alle hier, die. Mist, komm weg. Das sind nur Anzeigen. Eine Notiz. Notiz 11. 11 kennen wir noch nicht. We launched successfully at 2 a.m. To my knowledge, we were not seen. Wir haben, wir sind um 2 Uhr erfolgreich, ja, gelauncht, losgefahren, was auch immer. Meiner Kenntnis nach sind wir nicht gesehen worden. It took us just over an hour to reach the spawning ground. Es hat uns eine Stunde gedauert, es hat uns eine Stunde gekostet, den Spawn-Punkt zu erreichen. We collected 4 specimens, 2 of which were suspected. Suspect are damaged beyond use. 2 of which we suspect are damaged beyond use. Okay, wir haben also 2 Spezies gefunden und oder Exemplare gefunden und 4 gefunden und 2 davon sind wohl irgendwie kaputt. Und da, es ist was! Gehst du wieder nach Hause? Gehst du nach Hause? Wo muss ich hin? Bah! Mann, ey! Da kann man nicht mal seine Nachrichten lesen hier. So, ich würde dann mal hier weitergehen und hoffen, dass das Kackviech weg ist. Da springen wir wahrscheinlich gleich mal wieder mit dem Arsch ins Gesicht. Wie immer. Hier ist das U-Boot gewesen. So, ich will das mal eben zu Ende lesen hier. Ba-ba-ba. We return to dock at 6 a.m. Wir sind um 6 zum Dock zurückgekehrt. At this rate, 2 further expeditions will be required if we are... If we are to have enough specimens to continue research until we reach the next spawning ground. Okay, also wir brauchen wohl noch 2 weitere Expeditionen, um unsere Untersuchungen fortführen zu können. Also wir brauchen mehr Specimens, also mehr Exemplare. Keep up with Hisamaru will be impossible unless
she remains docked, so you will need to think of an excuse to stay longer in Hong Kong. I need to sleep. Okay, mit der Kisa Maru mitzuhalten wird unmöglich sein, wenn ich das richtig entziffern kann. Ja, okay. Wir brauchen irgendwie eine Ausrede, um länger in Hongkong bleiben zu können. Und irgendwie schon wieder die Signatur 2. Das hatten wir ja schon mal irgendwie gelesen. Was auch immer das bedeuten mag. Die 2. Pass mal auf, den nehme ich mal mit hier. Ich weiß nämlich nicht. Ich glaube, der ist leer. Oder ist es der? Ich glaube, der. Das wird das. Das wird das, wird das, wird das. Okay, hier war ich ja schon drin. Okay, es ist also zumindest eine nicht verbuggte Runde, denn es gibt Monster. Was haben wir hier? Notiz 9 kennen wir schon. So, da sind zwar keine Subheadlets drin, aber vielleicht irgendwas anderes Schönes. Kette kann da ja noch auch nicht drin sein. Eigentlich brauche ich hier gar nicht mehr reingucken. Scheiße, ey. Ist das Ding auch schon wieder leer? Das ist Mist. Das ist große Kacke. Ja, hier bin ich gestartet. Hier brauche ich nicht weiter gucken. Ach, dieses Kackvieh ist schon wieder da. So ein Mist. So ein Dreck. Bäh. Ihr Kacker. So, ich gehe mal hier hoch. Hallo Helikopter. Aber na, hier ist auch nichts. Nichts von Interesse. Puh, dass wir da gerade nochmal weggekommen sind. Also ich hätte ja gedacht, der frisst uns auf. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir das schaffen. Warte mal, das war doch gerade schon wieder, oder? Oh nee, doch nicht. Das sah nur so aus. Da hatte ich nur schon den Raum aufgemacht. So, und doof ist es natürlich, dass wir gar kein Licht mehr haben, ne? Ohne Licht. Ah, da ist ein Licht. Ich würde sagen, ohne Licht ist nämlich irgendwie sehr, sehr blöde. Ein Feuerzeug. Was kann denn das? Ah, viel nicht. So. Ein Benzinkanister. Vielleicht kann ich das Kackviech ja doch irgendwie verletzen. Ich weiß ja nicht. Ich glaube ja nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich traue mich auch ehrlich gesagt nicht, das auszuprobieren in dem geschlossenen Raum, weil ich komme da ja im Zweifel nicht weg.
Ja, komm her. Ich habe Monster gesehen hier. Komm mal her. Bitte, bitte brenn lang genug. Und renn da rein. Oh Mann, ey, scheiße. Weißt du? Ey, das ist das, ja. Nimm das mal wieder mit. So, da stratzt jetzt wahrscheinlich hier hinten. Hinten wiederum, wollte ich sagen. Ah, so ein Kackding, so ein Kackraum. Ich kann das Knicklicht nicht wegpacken. Wenn das Knicklicht weg ist, dann habe ich keine Möglichkeit mehr, mich zu schützen. Also was zu sehen. Hallo? Mist, ey, das ist schon wieder. Ich bin nicht da. Geh weg. Ich bin gar nicht hier. Ich bin nur eine Halluzination, ne? Du kannst mich gar nicht richtig wahrnehmen mit deinen Kackfüßen. Alter, ey. Vielleicht geht der Schrank auf, das kenne ich schon. Die blöde Befürchtung, dass wenn mein Feuerlöscher alle ist, dann wären wir zugegebenermaßen am Arsch. Du doofer Kacker! So. Es muss auch langsam gut sein. Ich brauche nur einen Feuerlöscher, der ist mich bald leer. So. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal runter in den Keller, denn das Kackmonster ist jetzt ja hier oben. Das heißt, es ist nicht hier unten. Und das bedeutet, ich kann mal Ausschau halten nach den Sub-Headlights. Und Sub-Headlights. Ja, ja, ja. Und nach der Kette. Allerdings sehe ich nichts, was extrem kacke ist gerade. Scheiße. Oh, und der backt sich doch fest. Mist, ich bin falsch hier. Bin gefühlt 20 Etagen zu hoch gelaufen. Okay, jetzt ganz locker hier rein. Und Sub-Headlights finden.
So, versuchen wir es mal da oben. Nichts. Neues Knicklicht. Kann nicht schaden. Was war das gerade? Oh. Ich hätte die mal anzünden sollen, die Kackeier hier. Das hätte ich machen sollen. Geht's noch rein? Hier geht's sogar fast durch. War ich da oben nicht gerade? Nö, doch nicht irgendwie. Doch. Doch, 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 doch. Da vorne habe ich doch das Knicklicht fallen lassen. Da war ich gerade. Manu, mach das Ding an. Das will ich doch machen. So. Dann mal raus hier. Vorne ist eine Dampfdüse, aber die will ich nicht. Dann will ich die doch, wenn es da schon wieder am Rumkrabbeln ist. Ach, scheiße, ey. Weißt du, ich gehe jetzt eine Etage höher. So, da war ich schon. Hab ich nicht noch eine. Nee, ich habe keine Sicherung mehr. Schade. Blöd jetzt. Noch höher will ich nicht. Hm. Nichts. Oh. Ja, zum Glück wird man ja durch den Dampf nicht mehr getötet. Jetzt schon zwar seit langem nicht mehr, aber ich bin da trotzdem wirklich sehr, sehr, sehr glücklich drüber. Also zumindest nicht, wenn man da reinrennt. Wenn man jetzt direkt da drin steht und der Dampfstrahl dann angeht, dann stirbt man trotzdem ja noch. So, jetzt will ich noch mal eben hier gucken. Benzin. Oh. Oh, pass mal auf. Das Feuerzeug hier. Und brennen die jetzt? Nee, die brennen nicht. So ein Mist. Ich dachte, die gehen vielleicht kaputt, aber schade. Dann eben nicht. Dann kann ich das Teil hier auch wieder mitnehmen. Das Ding kommt weg. Das nehme ich wieder mit. Ja. Und nu? Und nu? Was machen wir? Noch eine Etage höher? Oder waren wir hier schon überall? Hier noch nicht, aber da. Warte mal. Warte mal, warte mal.
So, und hier geht's mal wieder raus. Na gut. Ich guck mal, ob ich das, ob ich die Sub-Headlights nicht doch irgendwie hinten in dem, in den, Wohnquartieren und so finde. Denn unten habe ich sie jetzt gerade nicht sehen können. Was mache ich denn da eigentlich? Verrät mir das mal einer? So, hier mal hoch. Shit. Oh, na toll. Whoa! Mann! Oh, alter Falter, ey. Ich hoffe, dass das kommt jetzt nicht schon wieder her. Und reißt uns hier aus dem Schrank raus, weil, wie gesagt, der Feuerlöscher ist, glaube ich, bald alle. Wenn er das nicht schon ist. Ist vorbei? Hallo? Also hier muss auch irgendwie das Treppenhaus sein. Hier, okay. So, da kommen wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein, weil wir bereits beide Radios verbraucht haben. Oh, ein Feuerlöscher, das ist gut. Kommt der weg? Den heben wir auf. So, hier waren wir aber vorhin doch auch schon, oder? Oder gibt es da zwei Räume, die so aussehen? So. Tür zu. Ich hoffe mal, es lässt sich jetzt wirklich so ablenken. Nix. Dreimal nix. Oh Mann, ey, das wäre echt so super. Der kann mich doch bestimmt nicht sehen, oder? Der Kacker.
Da hinten habe ich ihn gesehen. Da ist noch ein Feuerlöscher, den ich schon weggeschmissen hatte vorhin. Ich weiß es... Oh, ein Radio. Ich weiß jetzt halt auch nicht mehr, ob die auf Geräusche oder auf Licht reagieren. Das, was war das denn? Was war das denn gerade? Nichts. Na gut. Bloß nichts sagen. Oh, die Eieruhr, die ist auch gut. Theoretisch. Oh, Kacke, ey. Das ist ja alles voll. Ich hatte gehofft, die Tür mit... Oh, hier ist ja auch alles voll. Die Tür mit den... Die man mit dem Radio öffnen muss, zu finden. Oh, das sind ja die Schlüssel. Warum habe ich den Schlüssel hier? Warum raff ich das nicht? Und warum habe ich die Helikopterschlüssel? Ich raff gar nichts. Hatte ich nicht gerade die Helikopterschlüssel? Ja, komm her, du Wicht. Ich hab das Ding. Ich werde dich, ich werde meinen Charme versprühen und werde dich, töten. Ah! Oder so ähnlich. Na gut. Tja, denn eben nicht, du Scheißer. So, okay. Vielen, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und ja, das nächste Mal wird es vielleicht sogar schon Hector. Müssen wir mal gucken, wenn ich alles bis dahin hinbekomme und ansonsten hoffe ich natürlich, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, dann hinterlass mir doch einfach mal einen Kommentar oder so oder was du magst und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut, ciao.